Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Weghoff, ich bin der Medikus. Heute geht es um Erste Hilfe und heute geht es um ein Thema, was auch Professionalien gern mal das Blut in den Adern gefrieren lässt. Und zwar geht es um das Thema Kindernotfälle und in diesem ganz speziellen Fall um Kinderreanimation. Nicht witzig, auch für Profis eine echte Herausforderung und nicht nur eine Herausforderung, sondern das Ding ist, dass so eine Kinderreanimation für uns alle tatsächlich eine Ausnahmesituation ist. Auch wenn viele Professionaletten das überhaupt nicht gerne zugeben wollen. Intro, Erklärwerk, Attacke. Showtime, folks. Ich bin also 2 Wochen im Urlaub gewesen und in diesen 2 Wochen bekam ich eine Nachricht aus Mittelfranken, wo eine Woche vorher ein 3-jähriges Kind in einem Freibad frustran reanimiert wurde. Das heißt, dass das Kind erst von Badegästen reanimiert wurde und nicht wie in der Presse zu sehen, wo sie dann irgendwie die Bademeister da irgendwie gehypt haben, sondern das waren tatsächlich diejenigen, die am Beckenrand gestanden haben und das Kind rausgeholt und reanimiert haben. Bei weiterer Recherche hat sich herausgestellt, dass das in dem Beritt innerhalb sehr kurzer Zeit das 3. Kind war. Bei den 2 anderen Badeunfällen, die waren mit weniger dramatischem Ausgang. Aber dieses 3-jährige Kind, da haben die Retter, da haben die Rettungskräfte das halt nicht geschafft, das Herz wieder zum Schlagen zu kriegen. Und so eine Kinderreanimation ist aus vielen Gründen für uns alle eine absolute Ausnahmesituation, eigentlich eine Vollkatastrophe. Und es geht schon damit los, dass viele von uns tatsächlich Kinder im eigenen Beritt haben. Entweder eigene Kinder oder Kinder von Freunden oder Kinder von Familienangehörigen oder. Das heißt, die Chance, dass wir irgendwann an einem Kind schrauben, in einem Alter, wo wir selber irgendwie Kontakt zu haben, das ist nicht unerheblich. Und bei Kindern schwingt noch eine ganz andere psychische Komponente mit als bei Reanimation und Notfällen von Erwachsenen. Weil bei Kindern ist das Ding, die haben wirklich noch alles vor sich. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es da sogar Studien drüber, die sind schon etwas älter, aus denen hervorgeht, dass das, was an Reanimation bei Erwachsenen wirklich wie mit Metronom und wirklich effizient läuft, dass das bei Kindern noch erheblich effizienter und besser läuft. Warum das so ist, gibt es verschiedene Gedankenansätze. Ein paar davon habe ich euch versucht gerade irgendwie zu erklären, dass wir selber irgendwie auch Kinder im eigenen Beritt haben. In dieser Mail, die ich da gekriegt habe, ging es darum, dass da von Panik zu spüren war und dass die Leute hilflos waren. Und das ist das, wo ich immer wieder drüber rede, dass es da bestimmte örtliche Sitten und Gebräuche und bestimmte Dinge gibt, die man im Vorfelde, vor solchen Notfällen machen kann. Das heißt, dass man sich mit dem Kram tatsächlich mal beschäftigt. Das ist das eine. Das nächste ist, dass du gewisse Dinge in Gedanken durchspielst, wie jetzt zum Beispiel ausreichend Kaffee, Notizblock, Stift. Und dann mach dir Gedanken drüber, was es war, was es ist, was es sein wird. Und nach Möglichkeit gehst du das Ganze im Kopf durch, dass jeder der beteiligten Damen und Herren das überlebt. Das ist etwas, was eigentlich aus dem Profisport kommt.
und was inzwischen weite Verbreitung aber auch in Polizeivollzugs- und militärischem Gebiet hat und da geschult und propagiert wird. Das ist ja nun der kriegsentscheidende Punkt bei Reanimation von Kindern. Wir hatten gesagt in unserem Beispiel 3 Jahre. Die Kinder haben im Unterschied zu uns Erwachsenen den Haken, oder dass dieser Herz-Kreislauf-Stillstand kein kardiales Problem, also kein Problem vom Herzen her hat, sondern bei denen ist es meistens eine Sauerstoffunterversorgung. Deswegen wird bei der Kinderreanimation auch etwas anders angefangen. Säugling wissen wir, dass wir mit einer Herzfrequenz irgendwo so um die 140 arbeiten könnten, sollten, dürften. Was schon relativ spannend ist und was auch relativ aufwendig, beziehungsweise was echt, das ist anstrengend. Selbst wenn das so ein kleines Würmchen ist, wir drücken im Grunde mit Mittel- und Ringfinger auf die Mitte von dem Sternum, haben den Zwerg auf dem Unterarm liegen oder wir legen uns das Kind tatsächlich auf den Boden. Das sehen wir jetzt hier. Ein Retterich, der sich gerade in der Kinderreanimation ans Werk macht. Ähnlich wie beim Erwachsenen mit dem ganz kleinen Unterschied, dass du ein ganz anderes Arbeitsfeld hast und dir dieses Arbeitsfeld auch organisieren musst. So, und da fängst du an mit 2 Beatmungen, legst dann los mit 15 Mal drücken. Je nach Körpergröße, je kleiner das Kind, desto schneller musst du drücken. Bei Säuglingen bist du mit einer Herzfrequenz von 140, 145 bist du am Drücken. Das ist wie eine Nähmaschine. Das ist schon echt amtlich und das ist, auch das ist anstrengend und gerade das ist anstrengend. Und hier wird bitte beatmet. Denn wie gesagt, das Problem hier bei dem Kind, bei Kleinkindern, bei Säuglingen, das ist in der Regel kein Problem vom Herzen, sondern das ist ein Problem der Sauerstoffarmut. So, und das Pumpen alleine bringt in diesem Fall also nicht allzu viel. Das ist ein ganz anderer Ansatz wie bei Erwachsenen. Bei Erwachsenen sagen wir den Teilnehmern der Kurse, dass sie durchdrücken, gegebenenfalls durchdrücken sollen. Ja, beatmen wäre schön, wenn sie sich zutrauen. Wenn sie ein Hilfsmittel haben, mit dem sie umgehen können, also eine Rettungsfolie oder eine Beatmungsmaske, dann ist auch das gut. Aber habt im Hinterkopf, auch das müsst ihr können und üben. So, also jetzt mal Hand aufs Herz. Wer hat alles so einen Schlüsselanhänger mit so einer Beatmungsfolie und wie oft hat mir mit so einer Beatmungsfolie schon mal gearbeitet? Aha, upsi. Deswegen werden die Leute bei uns in den Kursen grundsätzlich angehalten, wenn sie sowas haben, dass sie es gefälligst mitbringen, dass sie damit üben. Gegebenenfalls kriegen sie hinterher ein neues. So what? So, das ist das eine. Es wird erst beatmet, es wird dann gedrückt. Wenn denn jetzt der Rettungsdienst in der Einsatzstelle erscheint, dann wird nicht einfach die Finger vom Patienten genommen und huhuhu, die Halbgötter in Schweiß sind da, sondern es wird so lange weitergearbeitet, bis uns der Rettungsdienst auf die Schulter tippt und sagt, Feuer einstellen, wir übernehmen. Gegebenenfalls werdet ihr vom Rettungsdienst auch gefragt, ob ihr weitermachen könnt, bis der Rettungsdienst seine Einsatzstelle nach Feng Shui gerichtet hat. Defi-Pedals angebracht hat, die verschiedenen Rucksäcke entsprechend platziert und positioniert hat, gegebenenfalls weitere Kräfte angefordert oder eingewiesen hat oder. Wenn ihr euch das zutraut, Oniga, los geht's. So, das ist das. Ihr könnt in so einem Fall, wenn es denn tatsächlich zum Fall X kommt, um euch selber runterzubringen, gibt es aber noch verschiedene andere Dinge, die ihr tun könnt für euch, damit ihr ruhig bleibt, damit ihr nicht durchdreht, damit ihr die richtigen Entscheidungen trifft. Das eine, was ich euch ganz gerne mal nahebringen möchte, und da habe ich mich auch schon mehrfach drüber ausgekaspert, das ist das Saum-Schema. Saum steht in diesem Fall für Stopp, Atmen, Umgebung wahrnehmen, Maßnahmen einleiten. Stopp, bevor ihr jetzt blind in irgendeine Unfall- oder Einsatzstelle rennt, aus einem ganz einfachen Grund, und der heißt Eigenschutz. Atmen.
Hier geht es um eine Atemtechnik. Es ist eine sogenannte On-the-Spot-Meditation. Nein, die dauert keine Viertelstunde, sondern das besagt letzten Endes, dass ihr tief einatmet bis zu 5 Sekunden, Atem anhaltet bis zu 5 Sekunden, ausatmet bis zu 5 Sekunden, anhaltet bis zu 5 Sekunden. Und dieses Spiel spielt ihr so lange, bis ihr merkt, dass euer Puls und somit eure eigentliche Atmung deutlich ruhiger werden. Und das sind vielleicht 2-3 Zyklen. Das geht und das geht relativ schnell. Die Zeit, die ihr hier anwendet, um euch selber tatsächlich zu strukturieren und eure Einsatzstelle zu strukturieren, das sind Sekunden, die ihr an Minuten hinten raus tatsächlich einspart. Und die euch vor allem helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und richtige Entscheidungen in so einer Situation zu treffen, Leute, das ist nicht jedem gegeben. Wenn die Nummer so einfach wäre, dann würde meine Lieblingsnotfallmedizin nicht Notfallmedizin heißen, sondern es würde Fußball heißen und jeder machen. Merkt ihr es? Umgebung wahrnehmen. Dass ihr euch erstmal einen Überblick verschafft, was ist überhaupt passiert? Was kann ich jetzt tun, ohne mich selber in Gefahr zu bringen? Das heißt nicht Handy zücken, filmen, Fotos machen, Selfie machen von der Einsatzstelle und irgendwie bei Instagram oder so posten. Das findet auch der Gesetzgeber gar nicht mehr so richtig witzig und das hat für den einen oder anderen auch schon richtig, richtig Ärger und richtig, richtig teuer nach sich gezogen. Aber ich denke, dass wir hier am vollständigen Ausschöpfen des Strafrahmens noch ganz lange nicht am Ende sind. Bin ich der Meinung. Ja, Maßnahmen einleiten geht los mit Notruf absetzen. Sich selbst und andere koordinieren. Dass derjenige, der sich hinsetzt und gleich anfängt zu drücken, sich den Nächstbesten schnappt und sagt, du. Denjenigen auch direkt ansprechen. Du. Läufst los, weist den Rettungsdienst ein. Du läufst zur Bademeisterbude, holst den AED. Du läufst gleich mit, holst den Notfallrucksack. Jalla. Hü. Attacke. Fertig werden. Du setz dich hier gegenüber. Wir werden uns ablösen. Hast du das verstanden? Auch auf dieses ja verstanden Ende und derjenige, der dann vor dir parkt, darauf warten. Und dann... Und dann klappt es auch mit der Reanimation und nicht nur bei Kindern. Und glaub mir, die Nummer bei Kindern oder generell, ein Leben retten ist keine Tätigkeit für Einzelkämpfer. Menschenrettung hat was mit Teamarbeit zu tun. Und das heißt, witzigerweise hier in Deutschland, was so die Laienerste Hilfe angeht, toll, ein anderer macht's. Hier in Deutschland wird ganz gerne erstmal vor dieser entsprechenden Situation gestanden, wie das Kaninchen vor der Schlange. Und es wird auf eine höhere Macht gewartet. Dass derjenige da aber gerade dabei ist, abzuleben, ist eine andere Geschichte. Ich möchte euch nochmal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten irgendwie um die Ohren hauen, damit ihr auch mal ein paar schlaflose Nächte habt. In 80% der Fälle, in denen Erste Hilfe geleistet werden muss, ist es nicht der große böse Unbekannte, da ist es jemand aus unserem allernächsten Beritt. Allerengste Freunde, allerengste Familie, Kinder, Eltern, Geschwister, however. Und dann kommt sehr lange, sehr, sehr viel nichts. In über 60% der Fälle von Laienreanimation leiten Leitstellendisponenten unmittelbare Angehörige der Betroffenen zur Herz-Lungen-Wiederbelebung an. Über die Hälfte. Da sind Kinderreanimation, da sind Erwachsenenreanimation mit drin, alles mit reingekaspert. Und ich möchte euch eine Frage jetzt am Schluss mit auf den Weg geben. Und die Frage lautet, was müssen wir hier in Deutschland tun, damit die Erste Hilfe zum einen salonfähig wird? Und ich will nicht sagen sexy, aber letzten Endes trifft es das. Denn in entsprechenden Ausnahme- und Notfallsituationen bist du in der Sahelzone besser aufgehoben als hier in Deutschland. Ich habe immer wieder das Beispiel gebracht und ich werde da auch nicht müde drum. Ich möchte euch noch so einen Satz Zahlen, Daten, Fakten mitgeben. In Dänemark schafft man es, von 10 auf der Straße reanimierten, 5 mit wieder eingesetztem Herzrhythmus, mit wirklich unfassbar guten Outcome-Chancen ins Krankenhaus zu verbringen. Ich habe ja immer wieder gerne unter den Videos zu
sehen gekriegt. Ja, aber nur ein Sternegucker ist ja auch kein mitgeholfen. Dann habt ihr aber wenigstens euer Bestes gegeben. Und es gibt durchaus Situationen, dass Leute aus dem Wachkoma auch wieder aufwachen. Auch nach sehr, sehr langer Zeit. Es gibt aber durchaus auch Situationen, wo das Ganze sehr schnell passiert. Und die Leute dann tatsächlich immer noch ein unfassbar gutes Outcome haben. Und auch das ist in vielen Fällen auf jeden Fall besser als ein Leben lang Tod. Oder wollt ihr über Leben und Tod oder eurer nächsten Angehörigen entscheiden? Nein? Dann solltet ihr mit solchen Kommentaren vielleicht ganz, ganz vorsichtig umgehen. Na, eventuell muss mal einer der Angehörigen, einer eurer Angehörigen auf euch rumdrücken. Und dieses auf den Angehörigen oder Freunden oder so rumdrücken, das haben wir letztes Jahr hier gerade erst im eigenen Beritt gehabt. Danke. Das ist so eine Situation, da haben wir immer noch einen trockenen Mund. Apropos. Skål. In Schweden, was deutlich dünner besiedelt ist, schafft man es, 8, gut zuhören, 8 Personen von 10, die auf der Straße reanimiert werden müssen, also außerklinisch reanimiert werden müssen, schafft man es, 8 mit wieder eingesetztem Herzrhythmus ins Krankenhaus zu verbringen. Und dazu sei mal gleich vorweg gesagt, wir haben in Schweden kein Notarztsystem, wie wir es hier haben. Und wir haben in 24 Stunden Bereitschaft in Gesamtschweden ganze 2 Rettungshubschrauber. Und man schafft es trotzdem, 8 Personen mit wieder eingesetztem Herzrhythmus ins Krankenhaus zu verbringen. Wisst ihr, wie viel wir hier in Deutschland haben? Sitzt ihr gut? Sitzt ihr bequem? 1,42. That's bullshit. That's crap. Wirklich. Das heißt, ihr seid irgendwo in Südwestafrika besser aufgehoben mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand als hier. Hier in Mitteleuropa. Wie kann das sein? Vor allem, wie kriegen wir diese Situation geändert? Und das ist die Frage, das ist die kriegsentscheidende Frage, die ich euch mit auf den Weg geben will. Was müssen wir hier tun, dass Erste Hilfe salonfähig, sexy wird, dass die Leute aber vor allem den Daumen aus dem Gesicht, das Nuckeln einstellen und Hand anlegen? Mir braucht keiner mehr mit Corona kommen. Corona ist lange um die Ecke. Und das war auch vor Corona schon scheiße, richtig kacke. Daran ist nun nicht wirklich viel besser geworden. So, mit der Frage möchte ich euch ins Wochenende entlassen. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks. Woohoo!